Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers und mit der Mauerbrett fertig, denke ich mal. So, dann haben wir, das Stück haben wir. Ach, da hinten fehlt noch. Mach ich offscreen. Müssen noch der Turm gebaut werden, dann können wir quasi anfangen mit der Burg. Bin auch aktuell in einem recht vollen Server, sehe ich gerade, also. Einige Leute drin. Recht interessant. Die Fassade habe ich übrigens umbenannt. Da der Server halt jetzt nicht mehr nur deutsch ist, ich habe jetzt quasi einen europäischen Server gemacht. Fehlt auch ganz groß dran. In Englisch. Da ist immer das gleiche, also Principality ist eigentlich das Englische von Fürstentum, deswegen passt das eigentlich ganz gut. So, hier sollen die Blöcke dran. Passt soweit auch alles. Und ich quasi hier die Mauer dann direkt so anschließend. Müssen wir eine Treppe hin. Und die Mauer hier. Und ich glaube eher. Ja, nee, was rede ich hier? Na komm. Genau, der Robot müsste seine Areale erneuern. Bin ich minimal abgelaufen. Der G-Strix, der baut aber ganz schön nach oben, ne? Ich habe auch gesehen, dass der Schokoladenkeks ist uns beigetreten. Finde ich gut. Zumindest eine größere Fraktion, das heißt, wir müssen jetzt zwei Leute haben. So, hier habe ich wohl die Gländer dran gemacht, fast komplett drum. Das Stück fehlt natürlich, da haben wir eigentlich genug Stein dabei. Müsste eigentlich reichen. So, noch ein Stück Wand rein, sehe ich gerade. So. Ich meine, ich hätte das gestern noch gemacht, die Mauern hier bauen. So. War ja gestern bis ungefähr, ja, knapp 1 Uhr irgendwann auf dem Server. Also ein bisschen länger, als ich normalerweise bin. Von daher. So, da habe ich noch nicht gebaut. Ich müsste mal gucken, wie Leute noch die Steuern halten. Ich glaube, gestern waren es noch, ich glaube, 16 Stunden hier und irgendwie ein paar Stunden da. Aber der Server ist ja nicht gerade leer, muss man dazu sorgen. Zumindest der G-Trix spielt immer recht oft. Der heißt G-Trix, war glaube ich ein J, oder? Ja, ist ein J. So, er ist auch schon länger drauf. Die beiden sind neu. Oh, ist umgestellt. Kriegt der Server mal so ein bisschen Bevölkerung. Jetzt gehen die Steine aus, okay. Müssen sowieso mal ein bisschen mehr Holz sammeln gehen. Weil Stein kriegen wir da oben gleich noch genug. Wir müssen nämlich jetzt hier quasi. Wo der Eingang ist, das muss alles abgeflacht werden. Nicht komplett bis hinten durch, aber eben der Anfang kommt natürlich eine Treppe nach oben. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall mehr Stöcke. Na, komm zurück. Na, komm. Und Nahrung brauchen wir noch, glaube ich, ein bisschen. Na, drei Stück haben wir noch. Reichen tut's nicht, aber. Na, Mist. Zumindest vorerst ein bisschen. So, ich nehme direkt mit. Das sind zumindest 5 Stöcke. Das reicht bei weitem nicht. Die Blöcke kosten ja, glaube ich, 12 Stöcke. Das ist wieder ein bisschen viel. Oder wie teuer sind die? 10 Stöcke. Naja, fast das gleiche.
Dann müssen wir auf jeden Fall demnächst noch Pilze sammeln gehen. Ich höre irgendwie um irgendjemanden laufen, oder ich bilde mir Sachen ein. Denn so ein kleiner Tipp, wenn ihr Steuern machen wollt, Pilze und Fleisch bringen am meisten. Ich glaube, gekochtes Essen bringt auch noch irgendwas, aber halt so... Ich glaube, irgendwie 11 Fleisch bringen irgendwie 9 Stunden oder so. Und ich glaube, ein ganzer Stack davon bringt, glaube ich, 12 Stunden. Also 30 Pilze sind 12 Stunden, glaube ich. Das könnte passen. Ja, ungefähr. Und da kann halt dann recht gut vorankommen. Ich werde die ganze Zeit irgendwie überspringen oder laufen, bilde ich mir diese Sachen ein. Komik. So, hier sind keine Sachen am Boden, die mich wieder fliegen lassen. Ich lasse wieder mal gucken, da scheint irgendwie ein Stück Holz am Boden zu liegen. Wahrscheinlich von seinen Karren. Deshalb bist du mir vorhin geflogen, alles. Und offensichtlich sind Dinge, die auf dem Boden liegen, ein bisschen katapultierfreudig. Jetzt gucken wir mal, wie viele Kürbis haben wir jetzt? 4. Machen wir mal 6 raus. Können wir einen direkt essen. Ich freue mich auch ehrlich gesagt schon auf das Farm-Update. Was ja, denke ich, manchmal allzu lange dauern dürfte. Ja, schon recht weit von der Entwicklung. Das wird definitiv auch recht genial. Denk mal, auf jeden Fall vor Weihnachten, schätze ich mal, ob wir das noch veröffentlichen. Da sie auch gesagt haben unter dem Video, in den Kommentaren, dass sie schon recht weit sind. Also ich denke mal, 2-3 Wochen soll dauern. Ich glaube, 3 Wochen noch bis Weihnachten. Das ist der 30. November. Na, doch ungefähr 3 Wochen. Könnte fast hinkommen. Ist aber ehrlich gesagt zu voll zum Rechnen, zu voll auf den Kalender zu gucken. So, Blöcke kommen dann wieder hier hin. Die Wooden Sticks, ja, die habe ich auch nicht dabei oder so. Ja, aber kein Stein mehr. Schattimt, da war ja was. Zumindest platzieren können wir die ja schon mal. So, da kommt er noch hin. Dahin. Dann wäre das dann quasi hier oben wieder. Sehr schön. Thema Steuern. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, komm, so. Wie lange hältst du noch, Kollege? Das sehen wir jetzt mal. 2 Stunden. Es ist nicht sehr viel. Ja, hier. 6 Mal bringt 2 Stunden 30, das haben wir doch schon einiges mehr. Dann dürfte unsere Anwesende, unsere Villa eigentlich dann auch nicht mehr sagen, allzu lange halten. Also neue Desorheim. Ich denke mal, auch so 4 Stunden können wir es auch noch halten. 2 Stunden weiter. Ja, 4 Stunden. Fast 5. Also nicht allzu wenig. Aber ein bisschen eventuell auch Fleisch. Wir gehen mal die Ambus mitnehmen. Ich habe ja noch 2 Bolzen über. Okay, da ist sie nicht drin. Da war die hier oben drin. Sehr schön. So. Dann können wir auch ein paar Sachen einlagern. Und zwar... Wo ist das Brennholz hin? Ne, ich bin jetzt schon wieder durcheinander hier. Ne, die Zimmer wollte ich einlagern. So. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Doch, brauchen wir die noch? Ah, wir sind wieder unsichtbar alles. Sehr schön. Wenn ihr sowas habt, übrigens einfach Server verlassen und mal da drauf kommen. Und im letzten habt ihr dann eingeführt, dass man jetzt diese Steinwände mit Türen platzieren kann. Was ich richtig gut finde. Spart eine Menge Zeit, weil die Türen immer so ein Gefriemel war. Das war immer so... Das war nicht schön. 11 Bolzen haben wir, das müsste eigentlich reichen.
Das heißt jetzt erstmal ein bisschen. Hier schieße ich gerade keine. Beziehungsweise Rehe. Gehen wir mal auf Pilzsuche. Das Idealste hierbei wäre mal in den tiefsten Wald zu gehen. Weil ich glaube, je dichter der Wald ist, je mehr Pilze spawnen. Das Problem war daran, wäre wiederum die Performance. Wenn man vielleicht einen schwächeren PC hat, dann ist das eigentlich ganz so gut. Ja, ohne Gras sieht man Pilze viel besser. Oh. Interessante Bäume. Das sind Steine, glaube ich. Steine. Ah, hier haben wir Pilze. Und da Pilze auch nie immer nur einbringen, sondern wie so. Ich glaube, die können, man kann 2 bis 5 maximal, oder 2 bis 3 irgendwie so in der Ecke, oder? Ich meine, ich habe irgendwie so 5 im Kopf, aber ich glaube, das könnte auch falsch sein. Na, Pilze. Irgendwie blind kann das sein. Ne, irgendwie leider nicht so ganz. Dann gehen wir halt irgendwo hin, wo man auch gut Rotor sammeln kann. Können wir nicht hinreisen, ne? Schwieriges Gelände, hm? So. Ist relativ am Fuß des Berges. Hier müssten eigentlich ein paar mehr Pilze sein. Wenn man sie auch gut sieht. Pilze. Ich will so wahrscheinlich normalerweise das Gras immer aus, aber ich kenne Dextory und das ist nicht so ein Pokémon, was es gerne hat, wenn man die Grafik ändert, wenn man aufnimmt. Stürzt ganz gerne dabei ab, aber ich glaube, wir haben jetzt hier. Bin einfach nur blind, glaube ich. Gibt's doch nicht. Na. So. Steine. Können wir direkt mal ein paar Kürbisse mitnehmen. Nahrungsvorrat ist nie verkehrt. Mal gespannt, weil die anderen zwei drauf sind. Also die beiden hier. Auch noch nichts gebaut bisher. Mal schauen, wo die sich einlisten. Beziehungsweise niederlassen. Einlisten klingt irgendwie so feindselig. Ist eigentlich aber gar nicht so gemeint, aber. Kommt, glaube ich, ein bisschen so rüber. Da haben wir mehr. Genau, das meine ich. Irgendwo war ein Waldstück, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontinent das war. Es gab ein Waldstück, da waren, glaube ich, richtig, richtig viele Pilze in so einem ganz kleinen Areal umeinander. Keine Ahnung mehr, wo das genau war. Ich bin einzeln schon mal drauf gestoßen. Ja, jetzt haben wir schon ein paar mehr hier. So, noch mehr Pilze. Hier war es den Wald schon. Ein Stacker war voll. Man kann auch übrigens einen ganzen Stack Bären benutzen, wieso habe ich da nicht dran gedacht, ich Idiot. Weil Bären sieht man eigentlich recht gut. Die bringen aber weniger. Wie viel genau weiß ich gerade nicht, können wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, die kann man auch ganz gut benutzen. Hör mal, man sieht die Bärenstreiche überall. Diese etwas dunkleren.
Persönlich freue ich mich auch ehrlich gesagt auf das ganze Farm-Update, wo man dann mehr farmen kann. Gibt ja wohl auch Karotten, habe ich gesehen in dem Video. Und ja, Kürbisse normal. So, wie haben wir jetzt ungefähr? 30, 20 und 30, also Bären gehen recht schnell. Und sind Nahrung. Kein Bärenstrauch. Du bist ein Bärenstrauch. Das sind wieder zwei. Wieder nur zwei. Ich glaube, waren drei drin. Also ich glaube, drei müssen dann wirklich das Maximum sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich nehme ja noch mit. Über den Weiz ungefähr. Ich möchte gerne zwei 30er, sechs Bären haben. Damit würden wir auf jeden Fall ganz gut vorankommen. Jeweils einen Bärenstack und einen Pilzstack pro. Einen Pilz brauchen wir noch. So. Ja, plus 3. Ich glaube, doch, 3 müsste das höchste sein. Jetzt haben wir schon 30er Stacks. Sehr gut. Kann man von der schnell reisen? Können wir. Sehr gut. Natürlich mal rein. So. Und wir spawnen drin, sehr gut. So. Also 30 Bären bringen 10 Stunden. 30 Pilze waren 12 Stunden, 30 genau. Ist aber nicht schlecht, das geht zurück. Können wir noch die beiden noch nehmen. 50 Minuten für 2 Pilze, das ist schon nicht schlecht. Und 1 Stunde 20 für 4 Bären. Geht eigentlich. Jetzt mal eben zur Burg hochrennen. Beziehungsweise der künftigen Burg, die müssen auch abgerissen werden, die Sterne da oben. Dann noch Bettig bauen. So. Dann haben wir das schon mal gemacht. Jetzt haben wir mal einen Tag und 3 Stunden. Müsste eigentlich reichen. Ich werde dann bestimmt offscreen nochmal irgendwann versuchen, so 3-4 Stacks Pilze zu sammeln. Einmal komplett durch die Welt rennen. Und nicht das Mikrofon anfassen. Kabel rausziehen wäre ein bisschen schlecht bei der Aufnahme. Und gut, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.